Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sim Airport. In den Kommentaren vom letzten Video wurde geschrieben, dass man leider nicht den Flughafen komplett selber erbauen kann. Daher sind wir jetzt gerade hier auf dem Startbildschirm und dann wollte ich euch mal zeigen, wie man das doch machen kann. Das ist nämlich ganz einfach eigentlich. Man geht auf Menü, dann lädt man ein neues Spiel. Ich nehme mal die große Map, damit man weit ausbauen kann. Dann setzt man einfach hier auf On. Und dann kann man noch eine zweite Variante machen, und zwar das Sandbox-Mode. Damit kann man kostenlos quasi alles bauen. Man geht dann mit dem Guthaben ins Minus, aber man kann trotzdem immer weiter bauen. Aber das finde ich ein bisschen uninteressant, weil man soll ja auch ein bisschen erwirtschaften. So, dann lassen wir das jetzt mal hier auf dem. Oder ich zeige euch das einmal so im Sandbox-Menü, aber das geht auch halt, wie gesagt, hier mit dem ganz normalen Mode. So, dann drückt man einfach auf Starten und dann ist die Map leer. So, und dann zeige ich euch das noch mit dem, dass man hier dann nichts bezahlt, also dass man hier bauen kann, so viel man will. Seht ihr, das kostet jetzt 8 Millionen. So viel Geld haben wir gar nicht. So. Und dann hat man die 7,3 Millionen dann im Minus. Aber es geht halt. Ist halt, wenn man nur bauen möchte und keine Simulation quasi spielen will. War jetzt was groß, das hängt sich jetzt gerade auf. Aber es geht auf jeden Fall. So. Dann starten wir jetzt mal unser Safe Game. Da haben wir's. So, da sind wir auch wieder. Da haben wir unsere Map, die wir, womit wir schon gestartet sind. Jetzt haben wir Nacht. Ich guck mal gerade, wann der nächste Flieger kommt. Der erste Flieger kommt wieder um 4 Uhr. Ist on the route. Also sprich, ist auf dem Weg. Momentan haben wir 5.500 Dollar oder Cash. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt noch ein bisschen an, hier das Security-Bereich ein bisschen auszubauen. Wobei ich das nochmal später komplett umändern werde. Wenn der Flughafen nämlich größer wird, dann funktioniert das so nicht mehr. So, wir haben ja hier schon unsere Büros für die COO und den CFO. Da müssen wir noch einen Stuhl reinsetzen, jeweils. Das machen wir jetzt mal. So, da haben wir das auch. Und dann müssen wir das noch als Office deklarieren. Wenn ich es dann finde. Da. So. Und hier. Und da müssen wir jetzt ein bisschen sparen. Das war einmal das hier. Das Operation. Quasi skillen können und einmal die Finanzen skillen können. Und dann können wir die zwei einstellen und dann machen wir das Pricing als nächstes. Aber dafür brauchen wir jetzt jeweils 6.000 erstmal. Also müssen wir jetzt erstmal warten, bis die ersten Flieger kommen. Ich spule mal ein bisschen vor. Kommen auch schon die ersten Passagiere. Der Flieger kommt jetzt gleich. Da kommen er. Stehen, gucken wir den jetzt mal beim Boarding zu.
Irgendwie ist das wieder mit den Zahlen jetzt in den Linien geändert. Funktioniert wieder nicht. Aber es spielt ja eigentlich so keine Rolle. Also man kann es so spielen. Da kommen die nächsten Flieger. Da, die sind auch geboardet. Er startet. Müsste auch der nächste kommen, ja. Gucken gerade mal, wie viele Flieger wir haben. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Also könnte man theoretisch noch einen dazu nehmen. Und zwar hier morgens. Dann gucken wir mal. Der hier wäre morgens, hätten die einen, aber das ist eine Boeing 747, die ist mir zu groß. Der hätte vier morgens, das sind aber auch alles große. Ja, das sind auch alles große. Nee. Müssen wir hier mal gucken. Das ist eine 767. Auch 250 ist mir auch noch zu viel jetzt für den Anfang. Hier hätte man nur eine 767 oder eine 737. Die sieht doch gut aus. Dann würde ich sagen, nehmen wir die noch morgens dazu. So. Dann schauen wir jetzt mal hier, wo die. Die ist nämlich genau hier zwischen. Dann setzen wir die hier rein. Dann passt das auch. Lassen wir das so. Ja, dann passt das nämlich hier alles. Wobei man da noch ein bisschen mehr auseinander gehen kann, was ich gerade gesehen hatte. Hier so. Die ist ein bisschen versetzen. Dann bekommen die keine Bedrohung mit Starts und Landungen. Das machen wir hier auch. Setzen wir einfach ein kleines Stück so zurück und dann passt das. So. Hier staut sich das jetzt ein bisschen. Wir müssen da auf jeden Fall, weil das jetzt zwei größere Maschinen sind, müssen wir das auf jeden Fall noch erweitern. Ich würde sagen, dann fangen wir hier als erstes mit dem hier an, mit dem Operation. Dann läuft hier so eine Prozentzahl ab, bis das fertig ist. Und dann kann man die COO und die CFO einstellen. So, dann bauen wir hier mal das Stück aus. So viel können wir jetzt hier gar nicht ausbauen. Dann machen wir als erstes mal so hier. Weil wir müssen das auf jeden Fall viel, viel breiter machen. Man könnte überlegen, hier vielleicht noch einen Scantisch hinzumachen und einen Metalldetektor. Da kommt auch schon wieder der nächste Flieger. Ja, das können wir schon mal wegmachen. Ist der erste Flieger wieder für heute. Kommen wieder welche zu spät. Oh, nein, die kommen schon für den nächsten Flieger.
mal, wie weit der ist. Auf 80, 81%. Ich mach mal gerade ein bisschen den Ton runter. So ist, glaube ich, besser. So, da müssen wir jetzt mal warten, dass wir ein bisschen Geld wieder einnehmen. Dann machen wir hier doch weiter, dass sich das hier nicht so staut. Und später ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man das jeweils pro Gate einen Security-Bereich macht. Aus dem Grund, weil wenn hier, weiß ich nicht, gleichzeitig 10.000 Leute durch müssen, dann müsste dieser Security-Bereich so groß sein und dann ist das proportional nicht so schön, weil man sieht ja schon, jetzt staut sich das alles hier. Das ist also nicht so gut. Jetzt haben wir auch schon wieder 5000 zusammen. Man könnte jetzt den CEO einstellen. Das machen wir jetzt auch direkt. Weil noch klappt das hier mit dem Security-Bereich so. Es staut sich zwar, aber die kommen trotzdem noch pünktlich an. Weil dann können wir als nächstes das Financing machen, also Finanz. Dann können wir hier gleich das Pricing dann machen. Also müssen wir jetzt nochmal auf 6000 ansparen. Es geht ja recht schnell mit den größeren Fliegern. Und wenn wir einmal das Pricing haben, dann kann man das hier wunderbar einstellen. Und dann rechnet sich das auch viel mehr. Da kriegt man viel mehr für eine Maschine, wenn die ankommt. Das ist dann viel einfacher dann zu spielen. Aber bis dahin muss man wirklich gut haushalten. So. Ist der Tag auch wieder rum. Dann können wir jetzt hier das noch machen. Die Finanzen. Dann ist das bis morgen fertig. Und dann können wir morgen hier das Pricing machen. Hat jetzt einer den Flieger verpasst, zwei. Aber die haben ja hier rumgesessen, also bisschen selber schuld. Wir stellen noch eine Reinigungskraft ein, weil der Flughafen sieht doch ganz schön dreckig aus. Ich mach mal gerade hier die Mauer weg. So, dann müssen wir jetzt mal warten. Kommt jetzt schon wieder der nächste Flieger rein, jetzt gleich. Ich guck mal, wie weit wir hier sind. 57%. Man kann dann hier auch noch für die Straßen zu bauen, skillen. Hierfür, dass man mehrere Straßen hat, also sprich hier das zweispurig hat. Also man kann dann quasi hier noch eine zweite daneben machen, dann läuft der Verkehr auch schon wieder flüssiger. Umso größer der Flughafen wird, umso mehr muss man hier quasi machen.
Und dann kann man hier oben kann man sogar noch einen Kredit nehmen, wenn man das geskillt hat. Dann bekommt man von der Bank noch einen Kredit. Wobei der Kredit eigentlich nicht nötig ist. Das passt auch so. So, das ist jetzt fertig. So, noch einmal kurz neu laden. Ah ne, wir müssen jetzt erst den COO einstellen. Und dann kann man quasi weiter skillen. Dann warten wir jetzt noch, dass wir 5000 zusammen haben. Ne, CFO. So. Können wir jetzt noch nicht hinsetzen, weil jetzt kann man. So, dann haben wir den. So, und dann können wir jetzt hier das Pricing für 9000. Dauert 20 Stunden in-game. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal auf die 9000 sparen. Gucken wir hier nochmal gerade zu. Das klappt auch, wunderbar. Alle haben den Flieger gekriegt. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.